Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Das Spitzenspiel WN Wiesbaden empfing den KSC. Dritter gegen Zweiter. Knapp 7.500 Zuschauer kamen, gut 3.000 aus Karlsruhe. Es war das Duell der besten Rückrundenmannschaft gegen das beste Auswärtsteam aus Karlsruhe. 21. Minute, erste Chance für die beste Offensive dieser dritten Liga durch Scheffler. Es war ein intensives Spiel ohne große Torchancen, aber viele Emotionen drin. Rehm temperamentvoll an der Seite. Und das hier war zu viel des Guten. Daniel Gordon mit dem Ellbogencheck gegen Schwadorf. Es hätte Rot geben müssen wegen Tätlichkeit. Der Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Kurz vor der Pause die beste Chance im ersten Durchgang. Inszeniert hier von Kobalt. Schön auf Wanicek. Und Stiefler mit der Chance in der 43. Minute. Aber zur Pause stand es 0:0. Und in der Pause erhob KSC Sportdirektor Kreuzer heftige Vorwürfe gegen die Wehener Bank. Es ist bekannt, dass das Verhalten der Verantwortlichen von WN Wiesbaden für mich fast skandalös ist auf der Bank, was die Herren vollführen. Wieso? Und, ja, weil sie immer wieder unglaubliche Dinge reinrufen. Ich habe noch nie gehört, dass ein Gästetrainer meinen Trainer beleidigt mit halt die Fresse. Ich finde das unglaublich. Die zweite Hälfte, weniger Emotionen, mehr Fußball. Zunächst von Wiesbaden, Schwadorf, Kuhn. Starke Flanke und da ist Scheffler früh im zweiten Durchgang mit dem 1:0 in der 48. Minute. Er hatte Glück, dass er hier nicht wegen hohen Beins zurückgepfiffen wurde. Aber selbst Pisot beschwerte sich nicht. Also Treffer zählt. 1:0 Wiesbaden, 13. Saisontor für Scheffler, den Wiesbadener Knipser. Schwarz trotzdem ruhig und cool an der Linie, wie man ihn kennt. Und schon kam auch seine Mannschaft nach vorne. Wanicek und Pourier, der beste Schütze der dritten Liga in der 50. Minute. Fast mit der postwendenden Antwort und dem Ausgleich. Glück gehabt, Wiesbaden. Aber danach kippt es immer mehr Richtung Gastgeber. Auch weil Schwadorf ein sehr starkes Spiel machte, legt hier raus auf Dittgen. Dittgen und dann Scheffler. Eine von mehreren guten Chancen für die Wiesbadener, es zu erhöhen. Spiel blieb aber lange knapp mit 1:0. Bis in die Schlussminute. Da setzte dann Wiesbaden diesen Konter. Konkret der eingewechselte Schmidt. Ab geht er mit allem Tempo. 1-1 auf Pisot. Er macht den Haken, macht ihn nass und macht das Tor zum 2:0. Damit war der Deckel drauf. Die Entscheidung in diesem spannenden Spiel. Die Wiesbadener gewannen letztlich mit 2:0 und klettern erstmals in der Saison auf einen direkten Aufstiegsplatz. Wir spielen extrem aggressiv nach vorne und es tut manchmal sehr weh. Mir fehlt auch ein bisschen die Luft über die Woche weg jetzt. Aber es ist einfach schön, hier zu Hause 2:0 zu gewinnen und einen Platz hochzurücken. Oliver Kreuzer hat in der Halbzeit gesagt, sie sollen zu Ali Schwarz gesagt haben, er soll die Fresse halten. Haben Sie das? Das habe ich niemals gesagt. Ja, das habe ich niemals gesagt. Und Oliver Kreuzer soll lieber gucken, dass er seinen Job macht, ja, und den ordentlich macht. Wir machen unseren Job, ja, und den versuchen wir so gut wie möglich zu machen. Und solche Worte habe ich nie benutzt. Wen holt den Dreier und zieht ihn direkt im Duell vorbei am KSC? Karlsruhe kassiert seine erste Auswärtsniederlage seit 5 Monaten.